Witwer stirbt im Sterbevierteljahr. Was passiert mit dem Quartalsvorschuss? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, man mag es auch nicht glauben, manchmal ist das Leid und das Elend der Menschen ganz eng beieinander. Die Ehefrau ist verstorben, der Ehegatte beantragt den Sterbequartalsvorschuss, bekommt ihn auch ausgezahlt und verstirbt leider auch innerhalb des Sterbequartals-Zeitraums. Was passiert dann mit dieser Vorschussleistung? Muss jetzt der Erbe, die Kinder des verstorbenen Überlebenden oder des überlebenden verstorbenen Witwers hier das Geld zurückzahlen oder zieht sich die Rentenversicherung das Geld von allein vom Konto des versicherten verstorbenen Witwers wieder ein? Also ich bin der Meinung, dass das Sterbequartalsgeld grundsätzlich immer dann endet, das ist eine Rentenleistung, wenn der Tod des Versicherten eintritt. Das heißt also, hier ist der Tod des Witwers leider eingetreten im Zeitraum des Sterbequartals. Das heißt also, die Rentenversicherung wird sich ab Todeszeitpunkt das Geld von dem Konto des verstorbenen Witwers hier wiederholen. Oder aber, wenn dort kein Zugriff mehr besteht, dann sich möglicherweise an die Erben halten. So ist die Rechtslage. Das Gleiche würde auch dann passieren, wenn Sie zum Beispiel nach dem Sterbequartalsgeld die Witwenrente bekommen oder die Witwerrente bekommen und dann selber auch sterben. Dann kann es sein, dass ein Teil der Witwen- oder der Witwerrente hier dann letzten Endes wieder zurückverlangt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.